Guten Morgen. Was musst du tun, für uns Männer gesprochen, was musst du tun, um die Liebe deiner Frau zu verdienen? Meine Frau und ich, wir sind eine Weile schon verheiratet und immer wieder, wenn ich auf irgendwelchen Jugendkonferenzen oder irgendwelchen Jugendseminaren bin, kommt irgendwann das Thema Beziehung auf den Tisch. Und dann sitzen die jungen Leute ganz gespannt da und schauen mich an und sagen, nachdem ich natürlich alle meine theologischen Weisheiten von mir gegeben habe, Matthias, jetzt kommen wir zur praktischen Sache. Wie macht man das mit Freundschaft und Beziehung? Sag mal, was muss man als Junge machen, um das Herz eines Mädchens zu erobern? Gute Frage, stimmt's? Dann versuche ich mich an die Jahre zurückzuerinnern. Was habe ich alles angestellt? Und dann kommen so diese typischen Fragen, ey, wie viele Liebesbriefe muss man schreiben, bis man den magischen Pegel erreicht hat und sie endlich Ja sagt? Oder wenn du etwas älter bist, wie oft musst du staubsaugen, bis sie dich endlich erhört? Oder wie viel Luftballons mit Ich liebe dich musst du gern Himmel steigen lassen oder irgendein Flugzeug mit so einer riesen Fahne hinten dran. Schatz, ich liebe dich. Was immer. Was musst du anstellen, dass irgendwann der Mensch, der du liebst, zu dir sagt, jetzt hast du es erreicht. Wie viele Ohrringe musst du kaufen? Wie viele Liebesgedichte schreiben? Wie viele Rosen reichen aus, wenn du dann die ganze Nachbarschaft schon abgegrast hast und alles abgeschnitten hast, was du gefunden hast und es bei deiner Frau vorbeigebracht hast, die du anbetest? Wie viel reicht aus, dass sie irgendwann sagt, so, jetzt ist genug? Das ist eine gute Frage, oder? Also für euch, die ihr noch nicht verheiratet seid, ihr seid gespannt, was kommt jetzt? Jetzt kommt gleich die Auflösung. Die Antwort ist simpel. Es reicht nie. Es reicht nie. Das ist die eine Seite der Antwort, aber es gibt auch die andere Seite der Antwort. Und die andere Seite der Antwort heißt, du kannst es nicht kaufen. Letztlich kriegst du Liebe nur geschenkt. Beides ist richtig, stimmt's? Das ist so elend an der Sache. Es ist beides richtig. Du kannst sie nicht kaufen und letztlich bekommst du sie nur geschenkt. Das bringt manche Leute zu einem fatalen Rückschluss. Nämlich, ach so, wenn ich es also nicht verdienen kann, wenn ich es nicht kaufen kann, dann mache ich gar nichts. Das ist doch auch cool, oder? Wenn sie so blöd war und mich liebt, selber schuld. Ist doch super, dann bin ich von jeglicher Verantwortung befreit und ab jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Also lebe ich mein Leben fröhlich vor mich hin und lass mich lieben oder auch nicht. Aber das ist doch spannend, oder? Und alle, die ihr etwas länger als 2 Wochen verheiratet seid unter uns, ihr wisst, dass mit der Technik das Ding auch nicht funktioniert, stimmt's? Weil komischerweise kriegt man Liebe geschenkt. Aber wenn du willst, dass Liebe sich entfaltet und zu einem beschenkenden Gemeinsamen wird, musst du irgendwann was tun. Von deiner Seite in diese Liebe investieren, stimmt's? Und wenn du das nicht machst, dann bleibt das eine ganz elende, einsame, einseitige Geschichte. Und hier liegt der Fehler vieler Leute. Du wirst geliebt und diesen Moment, den kannst du letztlich nicht verdienen. Wenn du meine Frau fragen würdest, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt liebe ich ihn aber echt? Ich glaube, sie wird kein wirkliches Datum finden. Irgendwann hat sie sich entschieden. Es gibt diesen Moment und dann weißt du, ich liebe jemanden. Das hat er nicht verdient. Und je älter du wirst und je länger du verheiratet bist, desto mehr stellst du fest, aber ich habe es auch nicht verdient. Weil du kannst Liebe nicht verdienen.
Du bekommst Liebe geschenkt. Aber damit Liebe sich entwickelt und entfaltet, musst du in diese Liebe hinein investieren. Ist das auch wahr, alle unter euch, die ein bisschen länger verheiratet sind? Ja, danke. Also ohne, dass du dein Teil anfängst zu tun, um in diese Liebe hinein zu investieren, entwickelt sie sich niemals. So, es braucht das Geliebtsein, aber es braucht auch unsere Reaktion der Liebe zu sagen, jawohl, ich will in diese Liebe hinein investieren, um sie zu ihrer eigentlichen Entfaltung zu bringen. Warum erzähle ich euch das? Weil das mit der Beziehung zu Gott und dir genauso läuft. Das Verrückte an der Liebe Gottes ist, Gott liebt dich unverdientermaßen. Niemand von uns verdient das. Aber wenn du willst, dass aus dieser einseitigen Liebe wirklich ein Lebensstil wird, der dich beschenkt und der dich reich macht, dann musst du lernen, aus diesem Geliebtsein heraus selber zurückzulieben. Und wenn dieser Punkt nicht kommt, dann bleibt diese Liebe Gottes immer vorhanden, die ist immer in irgendeiner Form da, aber du spürst und du erlebst sie nicht. Gott liebt dich immer, da hat er sich festgelegt, aber dass das bei dir ankommt, braucht deine Reaktion, zurücklieben zu wollen. Versteht irgendeiner, worüber ich rede? Wer von euch kennt diesen Zustand in seinem Leben? Es gab die Dame deines Herzens, für uns Männer, ja, ich kann ja nur für uns Männer sprechen. Es gab die Dame deines Herzens in der Schule, lang ist her. Ich war in dem zarten Alter von 11. Und sie hieß Petra. Und sie hatte lange, dunkle, lockige Haare. Und blaue Augen. Und mein Herz war gepackt. Aber ihr es nicht. Alle meine tollen Briefe haben nicht geholfen. Sogar die geklaute Rose vom Nachbarn hat nicht geholfen. Vielleicht lag es daran, dass sie geklaut war, aber egal. Hey, das ist ein echt frustiges Erlebnis, stimmt's? Du versuchst krampfhaft das Beste, was du hast. Hey, und die andere Seite reagiert null. Da kann dein Herz noch so überlaufen. Was für ein Gefühl bleibt letztlich bei dir? Leer. Leute, und genauso geht uns das mit Gott. Dass von seiner Seite wir geliebt sind, ist überhaupt gar kein Thema. Aber du bleibst in deinem Herzen leer, wenn du nicht lernst, ihn zurückzulieben. Und das ist, was viele Leute nicht richtig verstehen, die dann kommen und sagen, hey, ich weiß auch nicht, liebt Gott mich oder liebt er mich nicht? Was muss ich noch tun, damit er mich liebt? Hey, vielleicht liegt der Schlüssel darin, dass du lernen musst, wirklich dich lieben zu lassen, um zurücklieben zu können. Wir kennen das bei uns nicht. Das ist ja unsere Not in unserem Land. Wir kennen bedingungslose Liebe nicht. Wir kennen unverdiente Liebe nicht. Wir kennen nur verdiente Liebe in unserem Land. Kiddies haben Ferien. Nein, habt ihr noch nicht. Aber Zeugnisse habt ihr gekriegt. Ein Zeugnis bekommen, kannst du immer entdecken, wie das geht mit der verdienten Liebe. Deine dich liebenden Eltern schauen auf das Papier und dann lesen sie so großartige Zahlen wie 3, 4, 5, 6, 7, nein, also, okay, also, ihr wisst schon, ja? Und du gehst die Zahlen alle runter und dann schaust du als Kind, ich kann mich an diese Situation noch ein bisschen erinnern, dann schaust du so, während die Eltern diesen Zettel lesen, schaust du in das Gesicht deiner Eltern, weil du bist ja kleiner, du kannst so nach oben gucken und dann siehst du so langsam sinkt der Mundwinkel bis nach unten, ja. Und du merkst dann, und dann schauen dich deine Eltern an und dann kommt das, was du immer erwartet hast, unverdiente Liebe, gell? Und du bist trotzdem mein Bester. Verdiente oder unverdiente Liebe, ehrlich. Hör mal, da hättest du aber auch keine 4 haben müssen, wenn du ein bisschen fleißiger gewesen wärst. Hä? Geschichte 4. Also ich in deinem Alter. Ich wusste noch, wann der alte Fritz geboren und gestorben ist. Wir kennen ja all diese Spiele und Sprüche.
Ganz ehrlich, verdiente oder unverdiente Liebe? Wie oft erwischen wir uns dabei, wir lieben dann, wenn deine Leistung gut genug ist. Ihr Ehemänner, natürlich lieben wir unsere Frauen immer, stimmt's? Meistens. Manchmal. In der Regel. Und außerhalb der Regel. Immer mal wieder. Also, du kannst es immer weiter runter reduzieren, ja? Ich mal euch folgendes Bild und ihr werdet merken, wir sind darauf geeicht. Wir sind auf diese Art von Liebe geeicht. Wenn Leistung kommt, dann lieben wir. Und wenn die Leistung nicht entsprechend ist, lieben wir halt nicht entsprechend. Stell dir folgende Situation vor. Du hattest wirklich einen schweren Arbeitstag als Mann. Du kommst nach Hause. Zu Hause ist alles picobello aufgeräumt. Die Kiddies spielen völlig entspannt in ihren Zimmern, haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben schon zu Abend gegessen. Du kommst rein, der Tisch ist gedeckt, es ist wunderschön. Dein Lieblingsgetränk steht auf dem Tisch. Deine Frau hat sich unglaublich hübsch angezogen. Sie hat das richtige Parfum drauf. Alles, hey, sie begrüßt dich mit einem Kuss. Sie fragt nicht, sie erzählt dir nicht ihren ganzen Tagesablauf, sondern sie wartet nur auf dich. Welches Gefühl steigt in dir hoch? Ach ja, was für eine gute Entscheidung, diese Frau geheiratet zu haben. Alles ist cool. Es ist der nächste Tag. Du freust dich schon, weil der davor war ziemlich gut, gell? Und der ging auch noch relativ spät. Alles war cool. Du kommst nach Hause, die Kinder brüllen und schreien und liegen sich in den Haaren, versuchen sich gegenseitig mit den Legosteinen zu erschlagen. Ja, es sieht im Haus aus, als wenn die Bombe eingeschlagen hat, das Essen ist angebrannt, es riecht, es hängt immer noch in den Gardinen. Deine Frau sieht aus, als wenn sie gerade fröhlich durch die Waschmaschine gelaufen ist. Hey! Was passiert? Gell, was der Heiland mir doch zugemutet hat, meine Güte nochmal. Was ist los mit unserer Liebe? Merkt ihr das? Wir sind konditioniert darauf, wir lieben, wenn die Liebe die richtige Leistung bringt. Wir lieben und dann belohnen wir Liebe, wenn sie die richtige Leistung bringt. Und aus diesem elenden Schema kommen wir schier nicht raus. Und jetzt versucht Gott in unsere Lebenssituation reinzukommen. Und jetzt kommt er und er hat ein völlig anderes Wertesystem und wir kriegen dieses Wertesystem innerlich gar nicht richtig geregelt. Und deshalb wollte ich mit euch heute Morgen ein bisschen durch die Bibel laufen. Also alle, die lange genug im christlichen Geschäft sind, die wissen noch, was eine Bibelstunde war. Und ich laufe mit euch ein bisschen durch die Bibel heute Morgen und wir fangen mal mit Punkt 1 an. Ich höre auch mit Punkt 11 auf. Weil ich glaube, wir brauchen ein theologisches, biblisches Grundverständnis von dieser Art von Liebe, die Gott hat. Sonst werden wir unser Leben lang immer daran kranken, dass wir denken, hey, wann habe ich genug getan, um Gottes Liebe zu verdienen? Wann habe ich genug getan? Wann reicht es aus? Wann ist Gott irgendwann mit mir mal zufrieden? Und manche Leute erleben das ihr Leben lang nicht und haben immer schlechtes Gefühl, immer Verdammnisgefühle, immer Angst, immer den Eindruck, ich pack's doch nicht. Lass uns mal reingehen. Das Erste, was wir entdecken müssen, ist Gottes Liebe. Gottes unverdiente Liebe, die hat in der Bibel einen besonderen Namen. Den nennt die Bibel Gnade. Gnade ist unverdiente Liebe Gottes zu dir und zu mir. Das ist Gnade in ihrer Definition. Und diese unverdiente Liebe Gottes, das ist das Unglaubliche, die kommt zu uns ganz frei als Geschenk. In Römer 3, Vers 24, das ist die erste Bibelstelle, da heißt es ganz unverdient aus reiner Gnade, lässt Gott sie, also uns Menschen, vor seinem Urteil als gerecht bestehen aufgrund der Errettung durch Jesus Christus. Jesus kommt
Jesus schaut unser Leben an, er sieht unser Versagen Gott und seinem Willen gegenüber. Er sieht, wo wir die Liebe Gottes nicht erkannt, nicht behandelt, nicht geachtet, mit Füßen getreten haben. Er sieht, wo wir seine Gebote mit Füßen getreten haben. Und er kommt und er nimmt diese Schuld, die wir verursacht haben, auf sich und bezahlt mit seinem Leben. Das ist diese unglaubliche, ungeheuerliche Wahrheit. Gott selber, der heilige, reine, allmächtige Gott, kommt und will dich und mich so sehr bei sich haben, dass er die Strafe trägt, damit du Vergebung bekommst und Gerechtigkeit empfängst. Und das nicht, weil du irgendwas getan hast, nicht, weil du irgendwas verdient hast, sondern weil er dich liebt, schlicht und ergreifend als Geschenk, mehr nicht. Das ist Gnade. Unverdientermaßen. Epheser 2, Vers 8 und 9 sagt, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie alleine durch Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes freies Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient. Reine Gnade. Und was musst du tun, um diese Gnade in dein Leben reinzubekommen? Glauben. Du musst diesem Angebot der Liebe vertrauen und sagen, Gott, du hast es gesagt und ich glaube dir und ich vertraue dir und dadurch nehme ich das für mich in Anspruch. Das ist schon die gesamte, in Anführungsstrichen, Leistung, die du bringen musst. Mehr nicht. Du musst dieser Liebe Gottes einfach nur vertrauen. Und du bekommst sie. Geliebt von Gott. Schritt Nummer 1. Wer von euch mag sich mit Gnade und Liebe beschenken lassen? Also ich lasse mich total gerne von Liebe beschenken. Ich habe mich auch noch nie gewehrt, wenn meine Frau mich umarmen wollte. Noch nie. Ich finde das nett. Ich bin auch noch nie weggelaufen, wenn sie mich küssen wollte. Ich finde das schön, mich lieben zu lassen. Ja, wenn ihr irgendwie einen anderen Impuls habt, dann ist irgendwas schiefgegangen. Meine Kinder, als sie klein waren, haben das manchmal gesagt, wenn ich sie küssen wollte. Was soll ich machen? Da ich stärker war, habe ich sie trotzdem geküsst. Das Zweite, das Erste ist, du kriegst Liebe unverdient. Das ist ein Riesenpunkt, den du in dein Herz nehmen musst. Es gibt unverdiente Liebe. Das Zweite kommt jetzt. Dieses Geschenk, dieses Geliebtsein, diese Gnade, die gibt dir einen neuen Status. Nämlich, in Johannes 1, Vers 12 steht, denen, die Jesus als ihren Herrn und Retter aufgenommen haben, denen gibt Gott das Recht, Gottes Kinder zu werden. Versucht ihr das mal reinzutun. Gott, der Allmächtige und Heilige, der Schöpfer von Himmel und Erde, sagt zu dir, ich will gerne, dass du zu meiner Familie gehörst. Ich möchte, dass du so dicht bei mir bist. Ich will dich adoptieren. Raus aus diesem Leben, das du hattest und ich will, dass du mein Kind wirst. Ich möchte, dass du das verstehst. Ich adel dich und du wirst ein Kind Gottes durch Jesus. Du gehörst zu einer neuen Familie. Und das berechtigt dich dazu, zu diesem lebendigen Gott zu gehen und was immer auf deinem Herzen ist, du darfst das mit Gott teilen. Jesus hat die damals religiöse Elite total bis in Grund und Boden geschockt, als er ihnen ein Gebet beibrachte. Die Jünger damals aus der jüdischen Theologie und Tradition kommend wussten, dass Gott so heilig ist, dass man seinen Namen gar nicht sagen darf. Deswegen fanden sie ja diese Adonai, diese Herr-Formel, um das irgendwie zu umgehen. Und Jesus sagt, Leute, wenn ihr wirklich beten lernen wollt, dann gibt es folgenden Ausdruck, den ihr lernen müsst. Das ist der erste Ausdruck, den Jesus den Leuten beim Beten beigebracht hat. Nämlich, das fängt an, das Gebet in Matthäus 6, Vers 9. Unser Vater. Hey, jeder ordentliche Jude, jeder Schriftgelehrte, jeder Pharisäer, dem rollten sich die Finger und Fußnägel hoch. Man kann doch nicht so vermessen sein, dass man zu diesem lebendigen, herrlichen, großen Schöpfergott Vater sagt. Das gibt's doch gar nicht. Hey Mensch, wer bist du, dass du dir einbildest, mit Gott so reden zu können? Und Jesus sagt, ich möchte, dass du was verstehst. Wenn du dieses Geschenk der Gnade Gottes angenommen hast, dann ist Gott nicht mehr weit entfernt, dann ist er nicht mehr derjenige, dem du dich nicht nahen darfst, sondern er möchte, dass du was verstehst. Er ist dein Vater. Er möchte, dass du begreifst, dass er der beste Vater ist, den du dir je erträumen konntest.
Ich weiß, viele Leute leiden in unserem Land darunter, dass wir eine vaterlose Gesellschaft sind, dass viele Väter alles andere sind als echte Vorbilder. Darüber redet die Bibel nicht, sondern sie redet von Gott als dem Vater, der in seiner Liebe nicht zu toppen ist. Vergleich Gott niemals mit deinem leiblichen Vater. Dein leiblicher Vater kann nie so sein, wie Gott in seiner Größe ist. Gott lehrt dich und sagt, meine Liebe bringt dich in ein neues Beziehungsgeflecht. Gott wird dein Vater. Und als dein Vater beginnt er etwas Neues in dich reinzulegen. Das ist das Dritte. Gott schafft was Neues. In der Bibel gibt es zwei Worte im Griechischen für neu. Das eine heißt Neo. Alle Matrix-Fans wissen, was Neo bedeutet. Und dann gibt es das zweite Wort, das heißt Kainos. Neo bedeutet etwas, was irgendwie ein bisschen abgeblättert ist, es wieder neu machen, in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Und Kainos bedeutet etwas Übernatürliches, noch nie dagewesen Neues. Und interessanterweise steht in diesen Versen, wenn Gott davon redet, er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Da steht nicht Neos, dass man das Alte wieder aufarbeiten muss, sondern da steht Kainos. Ich gebe euch ein neues, übernatürliches, noch nie dagewesenes Gebot. Und dieses Gebot basiert auf der Grundlage von Liebe. Gott sagt, meine Beziehung zu dir und zu mir, zu uns Menschen, wird nie mehr auf dieser Leistungskatalogschiene laufen. Meine Beziehung zu dir wird nie mehr darauf laufen, dass du irgendwelche Gebote halten musst, um dich irgendwie an dem Pegel hochzuarbeiten, um dann irgendwann ein Level zu erreichen, wo ich dann zu dir sage, okay, jetzt bist du liebenswert genug. Auf dieser Ebene arbeite ich nie mehr. Sondern dieses neue Gebot, im Hebräerbrief steht im 12. Kapitel, Vers 24, dass Gott mit uns einen neuen, übernatürlichen, noch nie dagewesenen Bund schließt. Und dieser Bund wird geschlossen auf der Basis von Liebe. Du wirst geliebt und du musst lernen, dich lieben zu lassen. Und nur wenn du dich lange genug lieben lässt, wirst du innerlich verändert und gesund. Und wenn du lernst, dich lieben zu lassen, wirst du heil. Und wenn du in deinem Inneren heil wirst, dann wirst du liebesfähig. So rum geht die Art und Weise, wie Gott einen Bund mit uns schließt. Und nur so funktioniert es auch, liebe Freunde. Du kannst nicht sagen, hey, ich will jetzt aber anfangen zu lieben, wie Gott geliebt hat. Die Frage ist doch, wo nimmst du es her? Leute, das Elend in unserer Gesellschaft liegt doch darin, dass wir so viele kranke, kaputte Ehen und Familien haben, weil dieses Liebesprinzip eben nicht funktioniert und die Leute händeringend darum bemüht sind zu sagen, wo kriege ich denn diese Art von Liebe her? Und dann kannst du ganz tief in dich reingucken und dann stellst du fest, ich kann es ja nicht aus mir selber heraus produzieren. Du kannst lange an deinen Fingern saugen. Aber deswegen kommt trotzdem keine göttliche Liebe, die dich befähigt, wirklich dann zu lieben, wenn es nicht mehr geht. Sondern das Geheimnis besteht auch darin, zu entdecken, es gibt eine übernatürliche Art von Liebe, die nur von Gott kommen kann. Und nur wenn ich mich von ihm anfangen lasse zu lieben, werde ich gesund. Wird dieses Defizit in mir gesund. Leute, das ist doch was ganz viele Leute erleben in Beziehungen. Ich heirate jemanden, weil dieses Loch der Liebe so groß ist und ich die Hoffnung habe, der andere füllt diesen Liebestank in mir auf. Und die Erfahrung ist doch folgende, dass es gar nicht lange dauert, bis dieser Liebestank total bei Null ist. Und man dann den nächsten Partner braucht und den nächsten und den nächsten und den nächsten, weil man was nicht versteht. Dass dieses eigentliche Bedürfnis, geliebt zu werden, muss von einer völlig anderen Quelle gestillt werden. Das ist der Grund, warum Gott kommt und sagt, hey, ich will mit dir einen neuen Bund machen, indem du dich von meinem Geliebtsein abhängig machst. Und wer so geliebt wird und sich lieben lässt, liebe Freunde, der entdeckt, dass Gott in ihn was Neues reinlegt. Dass wir eine zweite, neue, schöne Persönlichkeit bekommen. Die Bibel nennt das eine Christus in uns Persönlichkeit. Jesus selber möchte sich mit dir verbinden, sich mit deiner Persönlichkeit verbinden
und das Unglaublichste, das Schönste in deiner Persönlichkeit hervorbringen, was nur hervorzubringen ist. Und jeder, der mal angefangen hat, wirklich geliebt zu sein, der wirklich geliebt wurde, entdeckt plötzlich was in sich. Hey, egal was du für ein Stinkstiefel im normalen Leben warst, wenn du wirklich dich geliebt weißt und geliebt fühlst, was entsteht plötzlich? Hey, da kommen Seiten in dir zum Schwingen, da kommen Bereiche in deinem Leben plötzlich, die hochkommen, wo du sagst, ich wusste gar nicht, dass es das bei mir auch gibt. Und die, die dich lieben, sagen, ich habe in dir immer sowieso schon viel mehr gesehen, als du vielleicht selber in dir gesehen hast. Und du sagst, ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich immer mit Sonnenbrille rumgerannt. Ich habe das noch nie bei mir gesehen. Und genau dasselbe tut Gott. Er fängt an, dadurch, dass wir seine Kinder geworden sind, dass wir Jesus gebeten haben, uns zu verändern, beginnt er durch den Geist Gottes diese Jesus-Identität in uns hochzubringen. Dass wir lernen, uns zu sehen, wie Gott uns sieht, nämlich als geliebte Kinder. Dass das, was er in uns reingelegt hat, an Charakter, an Befähigung, dass er das, was er reingelegt hat, an Persönlichkeit, dass wir anfangen, das zu entdecken und zu sagen, Gott, bitte, bring das in mir, bring das neu in mir zum Leben. Und Gott macht das tatsächlich. Und plötzlich merken wir, es gibt interessanterweise zwei Seiten an uns. Hast du das festgestellt? Es gibt zwei Seiten an dir, stimmt's? Es gibt es auch bei mir. Du solltest mich in diesen Momenten nicht wirklich treffen. Es gibt diese menschliche Seite an uns. Die kann nett sein, muss aber nicht. Aber es gibt die Jesus-Seite in uns, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, stimmt's? Und die ist schön. Die bringt so Bereiche in uns zum Schwingen wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Also bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber da kommen Bereiche bei uns zum Schwingen, die sind gewaltig. Aber ehrlicherweise gibt es die andere Seite bei uns auch noch, oder? Und in einem indischen Bild gibt es zwei Katzen, eine schwarze und eine weiße. Und die Weisheitslehre sagt, welche von beiden du fütterst, die wird stärker. Da ist was Wahres dran. Du kannst dich entscheiden, die Seite Gottes in dir, die Beziehung zu Jesus in dir immer stärker werden zu lassen, stimmt's? Aber du kannst auch deine alte Seite in dir ausleben. Gottes Gnade, dieses Geliebtsein von Gott, dieses unbedingte Geliebtsein löst in dir etwas aus. Jeder, der richtig geliebt ist, weiß, worüber ich rede. Dieses Geliebtsein führt wozu? Du möchtest so gerne den anderen wieder lieben. Und jetzt plötzlich entdeckst du, was du vielleicht vorher nicht entdeckt hast, Mensch, es gibt ja Seiten in meiner Persönlichkeit, die noch nicht so richtig klasse sind. Vielleicht sollte ich für Männer, vielleicht sollte ich an meiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Männer. Stimmt's? Vielleicht bist du jemand, der muss an seinem Temperament arbeiten. Manche Leute, die haben ja so Temperament wie eine Schlaftablette, ja? Ja, du musst auch dran arbeiten, dass da ein bisschen Leben reinkommt, weil wer will schon gerne mit so einem halbtoten Stock verheiratet sein? Ja, und die anderen, die immer wie die HB-Männchen unter der Decke schweben, ja, für dich ist vielleicht Zeit, mal zu sagen, Mensch, ich glaube, ich brauche ein bisschen Gewicht da an die Füße, dass ich wieder runterkomme, ein bisschen mehr geerdet werde. Wie auch immer du geartet bist, aber was passiert, wenn du wirklich geliebt bist? Du möchtest diese Liebe nicht permanent kaputt machen. Ist das so? Und das geht uns mit der Liebe zu Gott auch so. Gott, du musst anfangen, mir zu helfen, dass ich die Bereiche in meinem Leben anfangen kann zu verändern, die nicht mit deiner Liebe konform laufen, die nicht so sind, dass wir in dieser Beziehung miteinander wirklich gut auskommen können. Geliebt sein will immer dieses Verhältnis der Liebe nicht betrüben, nicht kaputt machen.
Leute, wenn wir in einer Ehe stecken und es ist uns egal, ob wir diese Liebe verletzen oder nicht, Leute, der Tod eurer Ehe ist nicht mehr weit. Und in der Beziehung zu Gott ist das ganz ähnlich. Aus diesem Geliebtsein heraus entsteht normalerweise, wenn es wirklich in unserem Herzen stattgefunden hat, dieses Geliebtwerden von Gott, diese Sehnsucht, Gott, ich will mich verändern lassen. In Römer 12, Vers 1 und 2 heißt es, wir wollen unser Denken anfangen zu erneuern, nämlich Jesus, was gefällt dir? Genauso wie ein Ehemann anfängt darüber nachzudenken, wenn er verliebt ist und in dieser Liebe stehen will, was würde meiner Frau gefallen? Das sind dann die Zeiten, wo du so ganz komische Krawatten anfängst zu kaufen, ja? Die du dir niemals selber gekauft hättest, aber du weißt, sie steht auf Rot, also machst du das. Das sind die Phasen, wo du plötzlich Dinge tust, die du normalerweise nicht tun würdest. Aber aus Liebe heraus sagst du, hey, was würde ihr gefallen? Und Gott möchte, dass du in diese Liebesbeziehung mit ihm anfängst zu leben, wo du dich fragst, Gott, was gefällt dir? Und wir uns erneuern lassen von Gott her mit seiner Liebe. Das ist dieser Prozess. Im 2. Korintherbrief steht, wir wollen uns darum von allem reinigen, was unseren Geist beschmutzt. Wir wollen Gott ernst nehmen und uns bemühen, als heiliges Volk zu leben. Also sprich, in der Art zu denken, in der Art zu leben, wie Gott selber ist. Das ist das Geheimnis. Die Bibel nennt es Heiligung. Das bedeutet eigentlich, mich in das Bild Gottes hinein verändern zu wollen. Hey, wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht? Gott, wie kann ich mich verändern, dass du siehst, dass mein Leben aus deiner Liebe heraus sich verändert? Leute, das ist in der Ehe ein Elend, das ist in der Beziehung ein Elend, wenn sich die Ehepartner am Ende nicht mehr verändern wollen. So nach dem Motto, so war ich halt und so bleibe ich auch. Sinke in Frieden. Du bist schon zum Untergehen verdammt. Und deine Ehe auch. Und deine Kinder am Ende mit. Was bei euch beiden nicht klappt, klappt im Rest der Familie auch nicht. Und du nimmst diese Deformierung deiner Seele in Kauf und die Deformierung deiner Kinder auch. Und letztlich ist es in der Beziehung zu Gott genau dasselbe. In dem Augenblick, wo wir uns verweigern zu verändern, gibt es einen Knacks, gibt es einen Riss in der Beziehung. Und bei manchen Leuten geht dieser Riss nie mehr geheilt. Und Gott wünscht sich das. Heiligung ist dieser Prozess, wo ich anfange, mich von dieser Liebe Gottes verändern zu lassen. Wo ich merke, wie ich mich selber verletze und wie ich diese Liebe verletze. Wir fangen an, uns von dieser Liebe zu guten Werken hin verändern zu lassen. Manche Leute sagen das zu mir, ja, und sagen, hey, muss ich jetzt gute Werke tun, damit Gott mich mehr liebt? Nee. Aber weil du geliebt wirst, willst du als Antwort zurücklieben, stimmt's? Das ist die einzig richtige Motivation, warum wir die Dinge tun, die Gott uns sagt. Du willst zurücklieben. Ich nehme den Staubsauger in die Hand und sauge in unserer Wohnung. Nicht deshalb, weil ich muss, sondern weil ich will. Weil ich dieser Liebe, die mir entgegenkommt, Werke der Liebe schenken möchte. Du tust diese Dinge nicht, weil du musst, sondern weil es dir ein Herzensbedürfnis ist, zu lieben. Leute, wenn wir uns verändern lassen wollen von Gott her, dann nie, weil wir müssen, nie, weil wir Angst haben, nie, weil wir einen Pegel haben, der uns irgendwie so viel Druck macht, dass wir nicht anders können. Bei dieser Form von der Änderung weiß ich immer, wie lange sie hält. Wie lange hast du dich verändert, wenn du Druck gekriegt hast? Also ich weiß, wie lange ich mich verändert habe. Ich habe mich immer so lange verändert unter Druck, wie derjenige, der gedrückt hat, neben mir stand. Und wenn der mich gedrückt hat, nicht mehr da war, war ich auch nicht mehr da.
Ich kann mich erinnern, dass mein Papa mich gehauen und geprügelt hat. Das war damals noch so ein Erziehungsstil. Aber er war noch nicht ganz raus aus dem Zimmer, dann war ich aber auch schon raus aus dem Fenster. Wie lange hält das, wenn du aus Druck und aus Angst irgendwas machst? Nur so lange, wie der, der dir Angst macht, dabei steht, und ansonsten machst du es einfach nicht. Leute, und genauso läuft das doch mit Gott und uns. Leute sagen zu mir, ja, weißt du, ich mach das, weil ich Angst vor Gott habe. Vergiss die Technik einfach, ganz schnell wieder. Wenn du es nicht machst, weil die Liebe Gottes anfängt, dein Herz zu verändern, lass es einfach, du wirst es nicht machen. Es wird dein Leben nicht wirklich verändern. Sondern ich entdecke diese Liebe Gottes. Und jetzt kommt der dritte, der sechste Punkt bei mir. Weiß nicht, wie viel du hast auf deinem Zettel, bei mir ist es der sechste. Wir beginnen aus der Kraft des Geliebtseins unsere Sünde anzupacken. Sünde, das sind all die Dinge, die wir tun, all die Gedanken, die aus unserem selbstsüchtigen, aus unserem ich-regierten Teil des Menschseins kommt, wo wir den Willen Gottes zur Seite packen, weil wir denken, wir wissen es besser. Wo wir die Liebe Gottes ignorieren, weil wir einfach unseren dicken Kopf durchsetzen wollen. Wo wir dem Wort Gottes gegenüber ungehorsam sind, weil uns das scheinbar irgendwie besser in Kram passt. Das nennt die Bibel Sünde. Aber es gibt einen Punkt, wo diese Liebe Gottes anfängt, dich zu packen. Und du sagst, ich will mich von dieser Liebe Gottes verändern lassen. Ich will die Sünde nicht mehr tun. Ich will sie packen. Ich will entscheiden und sagen, Gott, mach was Neues in meinem Leben. Und Gott fängt an zu sagen, ja, aus diesem Geliebtsein heraus verändere dich. In 1. Petrus steht das so nett. Und auch im Jakobusbrief. Wir säubern unsere Hände, wir säubern unser Herz, weil wir Gottes Liebe entdeckt haben. Leute, immer dann, das habe ich von meinem Hund gelernt, als wir noch einen hatten. Wir hatten einen schwarzen Neufundländer, der ziemlich groß war. Und das war eine totale Seele von Hund. Aber wenn du ihn ärgern wolltest, musstest du was machen? Du musstest in seinen Zwinger gehen und du musstest ihm seinen Knochen klauen. Dann konnte er richtig garstig werden. Und wenn du nicht schnell genug warst, dann hat er nach deiner Hand geschnappt. Da ich nicht wollte, dass er meine Finger nimmt, habe ich irgendwann eine gute Technik entdeckt. Was habe ich gemacht? Ich habe irgendwo vom Schlachter ein Fleischabfälle geholt, bin in seinen Zwinger gegangen, habe die Fleischabfälle in eine Ecke geworfen und es war überhaupt gar kein Problem mehr, die Knochen aufzusammeln. Ganz simpel, stimmt's? Ich habe was begriffen. So arbeitet Gott mit dir auch. Nicht mit Abfällen. Also jedes Bild hinkt irgendwo, ich gebe es zu. Sondern was ist der Punkt? Gott fängt an, dir zu zeigen, wie beschenkt du mit seiner Liebe sein kannst. Und plötzlich begreifst du und entdeckst in deinem Inneren, wieso sollte ich die Sünde tun? Das ist nur zweitklassiges Zeug, was mein Leben nicht wirklich tief bereichert, mich nicht wirklich satt macht. Und plötzlich entdeckst du, ich will die Sünde aus meinem Leben raushaben. Ich will die Bereiche in meinem Leben unter die Herrschaft Gottes bringen, damit der Segen Gottes kommt, damit dieses Geliebtsein von Gott in meinem Leben bleibt, damit der Schutz Gottes in meinem Leben bleibt. Und ich schmeiße diesen ganzen anderen Mist, der mich nur zerstört, der meine Seele kaputt macht, der meine Familie kaputt macht, ich schmeiße den Kram raus. Dann hast du das Geheimnis von wirklicher Heiligung verstanden. Nur aus Geliebtsein heraus kommt eine bleibende Veränderung in unserem Leben. Und dann beginnt Gott, uns zu lehren. Das ist so cool. Wir entdecken an uns immer noch, dass es diesen Bereich der Sünde gibt. Das ist mein achter Punkt.
Und immer noch gibt es immer wieder Tendenzen, in diese Versuchung reinzufallen, diese Sünde wieder zu tun. Und manchmal packt sie uns tatsächlich und wir fallen wieder drauf rein. Und dann erleben Leute plötzlich in sich so einen riesen inneren Kampf, nämlich, dass dieses Bewusstsein plötzlich hochkommt. Ey, bin ich überhaupt noch ein Christ? Bin ich überhaupt noch ein Kind Gottes? Liebt Gott mich überhaupt? Ich hab's gerade verrissen. Hey, und die Antwort ist relativ einfach. Was machst du, wenn du frisch geduscht hast und du kommst raus und du musst eine Arbeit machen und deine Hände werden dreckig? Musst du dich dann unter die Dusche stellen oder reicht es, die Finger zu waschen? Stimmt's? Leute, dass wir im Leben mit Jesus in einer Welt leben, wo wir immer wieder mit Sünde konfrontiert werden, es immer wieder Angebote gibt, die uns von Gott wegbringen wollen. Das ist so. Aber die Bibel sagt, hey, wir leben in dieser Welt und wir sündigen auch. Aber wir haben die Chance, jeden Tag neu uns vor Gott zu reinigen. Im 1. Johannesbrief heißt es im 1. Kapitel, Vers 9, wenn wir denn unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Wir bekennen unsere Schuld. Das ist wie diese tägliche Reinigung an deinem Waschbecken. Und du sagst, Herr, das stimmt, vergib mir. Ich wollte das nicht denken, ich wollte das nicht sagen, ich wollte das eigentlich nicht tun. Und trotzdem ist es irgendwie über mich gekommen. Herr, reinige mich. Ich will das auch in Ordnung bringen. Und dann gehst du hin zu Menschen, wenn du Menschen beleidigt hast, und entschuldigst dich. Oder wenn du zu Gott die Sache gebracht hast, du redest es mit Gott, aber du bringst es in Ordnung. Und die Bibel sagt, hey, und du lebst aus der Vergebung und du bleibst in dieser Beziehung des Geliebtseins mit Gott. Diese Gnade bleibt auf dir. In dieser Beziehung der Liebe bleibst du drinne. Und das Beste, was mich so fasziniert an dieser Liebe Gottes, du lernst Stück für Stück freiwillig immer mehr aus dieser Liebe zu leben. Und wenn dann Herausforderungen kommen und du merkst, ich habe es nicht geschafft, ich wollte, aber ich habe es nicht geschafft. Wisst ihr, was ich von meinen Kindern gelernt habe? Wenn die beim ersten Versuch eine Aufgabe nicht schaffen, was machen Kinder, wenn sie klein sind? Zuerst mal heulen sie und sind sauer auf sich und die ganze böse Welt. Dann machen Kinder den zweiten Schritt, nämlich was machen sie? Sie rennen zu Papa oder Mama und erzählen erstmal, das hat nicht geklappt und alles war blöd. Und das machst du dann als guter Papa oder gute Mama? Du nimmst sie auf den Arm, klopfst sie ein bisschen, tröstest sie, ist nicht so schlimm, sprichst sie ein paar ermutigende Worte zu. Ja, wenn sie es zulassen, küsst du sie auch noch. Du weißt, das ist nicht so einfach bei Kindern ab einem gewissen Alter. Und dann stellt sie wieder auf die Füße. Und was machen die Kinder in der Regel, wenn sie normal geartet sind? Sie rennen wieder los. Ins nächste Abenteuer. Nächste Herausforderung. Gott macht es mit dir und mir genauso. Er sagt, hey, wenn du das Ding nicht geschafft hast, was hindert dich, zu mir zu kommen? Was hindert dich, bei mir auf den Schoß zu klettern, um das mal im Bild zu sprechen? Was hindert dich, Zeiten damit zu verbringen, einfach im Gebet, im Lobpreis bei mir zu sein, dich mit meinem Wort zu sättigen, darüber nachzudenken, wie sehr ich dich liebe, zu beten und Zeiten zu haben, wo du mich einfach anschaust und wo du dich daran sättigst, dass ich zu dir stehe, dass ich dich liebe? Wer hindert dich? Und die Antwort ist, niemand. So, du tust das und du sättigst dein Herz mit der Liebe Gottes. Und wenn du genug aufgesättigt bist, nimmst du die nächste Herausforderung wieder an. Und so geht Gott mit dir von Herausforderung zu Herausforderung und du bleibst in diesem Berührtsein seiner Liebe. Das ist das Geheimnis. Du sollst nirgends und niemals aus dieser Liebe rausgehen, sondern das ist das Feld, das dich umgibt, eingebettet in diese Liebe Gottes. Und dann tust du die Dinge, weil du sie von dieser Liebe motiviert tust und nicht, weil du sie musst. Leute, immer wenn mir Menschen erzählen, weißt du, ich muss wieder beten, denke ich, ach du armer Wicht, du hast keine Ahnung von der Liebe Gottes. Oh, in der Gemeinde, da musste ich Geld spenden.
ey, stopf dir deine Scheine in die Ohren. Ja, wenn du es nicht tust, weil dein Herz von der Liebe Gottes bewegt ist, erstick an dem Kram. Weil das ist, was wirklich passiert. Wir ersticken an dem Zeug. Weil wir es immer in uns reinstopfen, anstatt zu begreifen, dass dieses Geliebtsein Liebe freisetzt zum Nächsten. Das ist das Geheimnis, warum manche Leute nie satt werden, obwohl sie so viel in sich reinstopfen. Weil in dich reinstopfen macht dich nicht satt, sondern das Geheimnis ist, aus dem Geliebtsein andere zu lieben und zu geben und zu dienen. Das ist das, was dich satt macht. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, geben ist letztlich seliger als nehmen. Ein letzter Gedanke, der mich bewegt, ist, im hebräischen Denken ist etwas Reden und etwas Tun immer zusammengefasst. Deshalb ist Liebe, ohne dass sie sich in Taten offenbart, letztlich keine Liebe. Und so steht es auch im Wort. In 1. Johannes 1, Vers 6 heißt es, wenn wir sagen, dass wir in Gemeinschaft mit Gott sind, aber wir wandeln in der Finsternis, was machen wir dann? Wir lügen, wir leben in der Unwahrheit. Auf Deutsch, wenn du sagst, Gott, ich liebe dich, dann muss das irgendwann irgendwie sichtbar sein, stimmt's? Genauso wie das in deiner Familie so ist. Wenn der Ehemann der Frau sagt, ich liebe dich, aber sie sieht das nicht, sie spürt es nicht, sie erlebt es nicht, was ist mit dieser Liebe los? Letztlich gelogen. Die leben in einer Lebenslüge, in einer Illusion, die machen sich selber was vor. Weil Liebe, die du weder siehst, noch spürst, noch hörst, noch irgendwas, die ist gar nicht da. Das ist wie bei den Kaisers neue Kleider. Deswegen sagt der erste Johannesbrief im 5. Kapitel, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Wir lieben das, das zu tun. Warum halten wir die Gebote Gottes so gerne? Weil wir verstanden haben, dass alles, was er uns sagt, gut ist. Weil wir verstanden haben, dass seine Liebe uns satt macht. Weil wir verstanden haben, dass immer dann, wenn wir auf dieser Ebene bleiben, Gott kommt und seinen allumfassenden Plan der Güte in unser Leben reinbringt. Deshalb leben wir aus dieser Gnade, dieser unverdienten Liebe. Deshalb sättigen wir uns mit dieser unverdienten Liebe und dann beginnen wir unser Leben von dieser Liebe her neu zu denken und neu zu verändern und neu zu strukturieren. Und letztlich werden wir dadurch liebesfähig und die anderen werden durch uns satt. Das ist Gottes Plan. Ein Kreislauf des Geliebtseins und des Liebens. Das ist, was dich letztlich ausmacht als Christ, wenn du gesund leben willst. In 1. Johannes 4, Vers 19 steht das wie ein abschließendes Fanal. Da heißt es nämlich, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das Geheimnis von Christsein. Verändert werden durch Liebe, durch Geliebtsein, liebesfähig werden. Und aus dieser dieses Befähigtsein durch die Liebe Gottes, Veränderung zuzulassen, Veränderung in uns und aus uns heraus. Und mit dem Mal wird dein Leben als Christ leicht. Nicht mehr ich muss, nicht mehr ey, der Forderungskatalog, alle abgehakt. Das klappt meistens nicht. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause. Das Erste, was passiert ist, deine Ehefrau schaut dich an, greift auf den Tisch, holt ein fünfseitiges Blatt, auf jedem Blatt 25 Aufgaben, gibt es dir in die Hand und sagt, mach! Super. Da merkst du sofort, wie tief deine Liebe wächst. Ja? Und wenn du die fünf Blätter abgearbeitet hast, dann überlege ich mir nochmal, ob ich dich liebe oder nicht. Hinweg. Ganz ehrlich, niemand würde das so machen. Aber wir trauen Gott zu, dass er so borniert und so blöd ist. Und denken, hey, erst wenn ich den Leistungskatalog bis ins Letzte erfüllt habe, dann irgendwann wird Gott mich lieben. Vergiss es einfach. Das Geheimnis besteht darin,
dich lieben zu lassen. Dich von dieser Liebe verändern zu lassen. Diese Liebe bewusst zu bejahen, mit dieser Liebe zu kooperieren, selber liebesfähig zu werden und aus diesem Gesättigtsein der Liebe heraus tatsächlich neue Werke der Liebe zu tun. Um dann abschließend Folgendes zu entdecken, hast du auf den 11. Punkt gewartet, ich sehe es dir an. Jetzt kommt er. Matthäus 5, Vers 12. Da steht, freut euch und jubelt. Warum? Denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. Wenn du anfängst, dich lieben zu lassen und du lernst, in der Liebe zu bleiben, Werke der Liebe zu tun, kriegst du am Ende noch eine Belohnung für die Liebe, die eigentlich gar nicht aus dir geboren wurde, stimmt's? Das ist das Geheimnis Gottes. Du gehst am Ende als super Beschenkter nach Hause und kriegst auch noch einen Preis dafür. Hammer. Deswegen liebt Gott das, uns zu lieben. Und er wünscht sich, dass wir uns lieben lassen. Und dass du anfängst, aus der Liebe heraus deine Nachfolge zu leben. Das macht die Sache schön. Das ist dieser neue Lebensstil, dieser übernatürlich andere. Der ist nicht religiös, der hat nichts mit frommen Traditionen zu tun. Der hat was mit einer Beziehung, der Liebe zu Gott zu tun. Und immer wenn du merkst, dass die Sache schwierig ist und du anfängst, auf dem Zahnfleisch zu kauen und dein Christsein so komisch geworden ist, frag dich, ob du diese Liebesbeziehung zu Gott verloren hast. Und wenn du sie verloren hast, dann komm wieder zurück und sag, Herr, ich glaube, ich brauche diese Liebe neu. Weil alles, was du krampfig machen musst, ist falsch. Da wir Kinder Gottes sind, dürfen wir nach Hause kommen zum Papa, der wartet auf dich. Und er wartet nicht auf dich, um dich zu bestrafen oder dir was aufs Ohr zu hauen. Sondern letztlich wartet er auf dich, dass du nach Hause kommst, um dich neu lieben zu lassen. Weil nur das macht dich gesund. Ich lade euch ein, wir stehen auf zusammen und beten. Herr Jesus, du kennst unser Herz und du weißt, wie oft wir die Dinge tun, einfach nur aus Pflichtgefühl oder aus so einer gesetzlichen Abarbeitungstheologie. Oder weil wir denken, wir müssen das irgendwie machen, um uns irgendwas zu verdienen. Und das geht an deinem Wesen der Liebe so ganz weit vorbei. Herr, und es macht dich traurig, wenn du siehst, wie wir uns in irgendeiner Form versuchen, religiös bei dir abzurackern. Wie dieser verlorene Sohn, dieser zweite verlorene Sohn, der irgendwie denkt, er müsste es erarbeiten. Und nicht begreift, wie sehr er geliebt ist, wie sehr er beschenkt ist. Jesus, und ich bete heute Morgen, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und das in unser Herz ganz tief reinlegst. Dass wir umsonst geliebt sind. Unverdient. Als freies Geschenk deiner Liebe. Und dass wir das lernen dürfen, uns in dieser Liebe angenommen zu wissen. Dass wir das lernen dürfen, unser Versagen vor dir zu bekennen und Vergebung zu bekommen und in dieser Liebe zu bleiben. Gott, dass all die Herausforderungen, denen wir begegnen, wir sie nicht aus unserer Kraft, sondern aus diesem Geliebtsein von dir heraus anpacken dürfen. Und dass die Werke, die aus unserem Leben rausfließen dürfen und sollen, letztlich auch aus deiner Liebe geboren sind. Und wenn wir das tun, dass wir am Ende die Beschenkten sind und andere reich machen und dafür auch noch eine Belohnung bekommen, Gott, das ist es unglaublich, dass deine Liebe so unermesslich groß ist. Herr, und wo wir aus dieser Liebe rausgelaufen sind, vergib uns. Herr, wo wir wieder zu diesen Knechten geworden sind, anstatt Kinder zu sein, vergib uns, Herr. Gott, wo wir anderen das irgendwie aufs Auge drücken und diesen riesen Level an irgendwelchen Leistungskatalogen, um sie zu lieben, auferlegen. Herr, vergib uns.
Gott, wo wir das in unseren Familien so oft praktizieren, dieses Leistungssystem, anstatt zu lieben. Hilf uns, Herr. Und wo wir das als Gemeinde praktizieren, hilf uns, Jesus. Hilf uns, dass da, wo wir leer sind und wo wir es aus eigener Kraft machen, wir begreifen, wir dürfen zurückkommen zu dir, um uns lieben zu lassen. Du wartest immer, deine Arme sind immer ausgebreitet, Herr. Geliebt, um lieben zu können, das ist das Geheimnis, Herr. Und das hast du in Jesus so unglaublich bewiesen, danke dafür. Und Herr, wir wollen das nicht nur hören, sondern wir wollen lernen, das umzusetzen. Heute, morgen, übermorgen, an jedem Tag, den du uns schenkst. Amen.